Hoch oben auf der Schweizer Höhe entsteht derzeit ein neuer Trinkwasserhochbehälter. Der Zweckverband Jena Wasser hat mit dem Bauvorhaben schon im vergangenen Herbst begonnen, um dort den alten und kleineren Hochbehälter aus dem Jahr 1899 zu ersetzen. Nach vielen vorbereitenden Arbeiten konnte im Juli die neue Bodenplatte gegossen werden. Damit liegen die Arbeiten sehr gut im Zeitplan. Jetzt in diesem Jahr ist die Zielstellung, sofern uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, dass wir alle Stahlbetonbauarbeiten fertig kriegen, einschließlich Decke. Nur, dass man mal eine Vorstellung hat, Größenordnungen sind in etwa 1200 Kubikmeter Beton, die, gut, insgesamt sind es die, 300 haben wir schon geschafft, ja, und 350 Tonnen Stahl, die verbaut werden müssen. Und das in ja nun nur noch 4 Monaten etwa, ist also schon eine ganze Menge Arbeit, die da noch vor uns liegt. Aber es sieht gut aus. Also wir liegen sehr gut im Zeitplan und ja, ich gehe davon aus, dass wir es schaffen werden. Mehr als 15.000 Einwohner im West- und Südviertel sollen mit dem neuen Trinkwasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 5.000 Kubikmetern versorgt werden. Darunter auch wichtige Wissenschafts- und Industriestandorte wie der Beutenberg-Campus, die Ernst-Abbe-Hochschule und der neue Zeiss-Standort am Westbahnhof. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben liegen bei rund 6 Millionen Euro. Auch wenn es auf der Baustelle jetzt gut vorangeht, hatten die Verantwortlichen am Anfang vor allem mit der Lage des neuen Hochbehälters zu kämpfen. Das Einzige, was uns ein bisschen geärgert hat am Anfang, war tatsächlich der Berg, den wir hier hinter uns sehen. Der ist leider nicht ganz so die Felsformation, die dahinter liegt, sieht nicht ganz so aus, wie wir das erwartet haben. Dadurch mussten wir längere Verankerungen einbauen und das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber über den Winter, wo man ohnehin nichts anderes hätte machen können, insofern hat es ganz gut gepasst und ja, und jetzt steht es ja und sieht ganz gut aus. Auch wenn die Baustelle derzeit nicht betretbar oder passierbar ist, soll die Schweizer Höhe nach der Fertigstellung für Spaziergänger wieder zugänglich gemacht werden. Von dem neuen Trinkwasserhochbehälter bleibt dann nur noch das Zugangsportal sichtbar. Aber wird im Prinzip eingefasst von Gabionen und Natursteinwänden rechts und links. Und über die mit der Anschüttung, denke ich, wird sich das ganz gut wieder einfügen hier. Was jetzt nicht zu sehen ist, hier im Umfeld mussten ja doch auch zahlreiche Bäume gerodet werden. Und das wird selbstverständlich alles wieder aufgeforstet, sodass es wahrscheinlich in einigen Jahren wieder Wald ist und halt nur noch ein neuer Behälter. Genau, und der alte kommt ja auch weg, der alte Behälter, und an der Stelle wird auch wieder aufgeforstet. Insofern denke ich, wird das ganz hübsch, wenn es fertig ist. Die Arbeiten am neuen Hochbehälter sollen im Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein. Dann heißt es Wassermarsch für den neuen Speicher, der rund ein Zehntel der Jenaer Einwohner versorgt.